Hallo meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer, hier ist Megional, die täglich aktuelle Nachrichtensendung im Mittelerzgebirgsfernsehen am Donnerstag, dem 8. Oktober 2015. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Glück auf! Das motorsportliche Großereignis rund um Zschopau steht vor der Tür. Morgen gibt es die Auftaktveranstaltung zum Treffen der Erdferkel-Fraktion in Form eines Prologs am ehemaligen MZ-Werk in Hohendorf. Der Holly war mit Jan Kolomatznik im Gespräch. Wie ist denn der Stand der Vorbereitungen? Ich denke, wir sind gut im Rennen. Wir haben alles soweit vorbereitet. Wir haben viele neue Dinge dieses Jahr. Aber wir sind dran. Die Helfer arbeiten, man kann fast sagen, Tag und Nacht. Insbesondere am Prolog, aber auch an der neuen Sonderprüfung. Aber überall. Aber wir sind gut im Zeitplan. Kann beginnen. Neue, haben es gerade erwähnt, der Prolog findet diesmal an einer anderen Stelle statt, oder? So ist es. Wir haben einen neuen Prolog-Standort. Wir haben dieses Jahr den ehemaligen Standort des neuen MZ-Werkes gewählt, um den Prolog durchzuführen. Wir haben dort eine große Fläche. Wir haben dort einen großartigen Unterstützer. Er hat uns dieses Gelände zur Verfügung gestellt und wir denken, dass aufgrund des anderen Charakters, mehr Enduro-Charakter, aber auch spektakulär durch die Halle, wo ein Drittel der Strecke stattfinden wird, und den Außenbereich mit entsprechendem Event davor und danach, dass ein Zuschauermagnet wird und dass wir da dieses Jahr schon was Tolles Neues auf die Beine gestellt haben. Eine neue Sonderprüfung, die wird in Amtsberg sein, oder? So ist es. Der MC Amtsberg hat sich bereit erklärt und den Wunsch geäußert, auf der Trainingsstrecke und auf dem angrenzenden Areal, wo der Sächsische Offroad Cup stattfindet, mal eine Sonderprüfung auszutragen, aufzubauen. Wir haben dem zugestimmt, weil wir auch gerne etwas Abwechslung in unsere Streckenführung und in unsere Sonderprüfung bringen wollen, damit es für die Fahrer auch von Jahr zu Jahr abwechslungsreicher wird. Die Mitglieder vom MC Amtsberg haben dort auch großartige Arbeit geleistet. Es ist eine sehr schöne, anspruchsvolle Enduro-Sonderprüfung, die sicherlich auch viele Zuschauer hinlocken wird und die den Fahrern einiges abverlangt, aber auch, sagen wir mal, recht anspruchsvoll wird für alle. Das sind zwei Neuerungen im Streckenverlauf. Gibt es sonst Veränderungen im Team, in der Organisation, im Generellen? Wir sind vom Organisationsteam die gleichen, die das jetzt die letzten zwei Jahre gemacht haben. Wir haben es nun im dritten Jahr angegangen und wir haben uns eingespielt aufeinander. Das läuft gut. Es ist, sagen wir mal, von Jahr zu Jahr schon immer schwierig, sowas auf die Beine zu stellen und auch in der Qualität aufrechtzuerhalten. Aber ich denke, wir haben es auch dieses Jahr wieder geschafft. Insofern freue ich mich auf die Veranstaltung, die dann am Freitag und am Samstag stattfinden wird. Ebenfalls in freier Natur findet folgende Geschichte statt. Im Mittelpunkt steht der Heimatdichter und Liedermacher Anton Günther und ein großes Stück Holz. Die Kollegen vom MEF-Studio Lengefeld waren im dichten Fichtendickicht für Sie unterwegs. So, liebe Heimatfreunde, ich begrüße euch recht herzlich heute am 14. November 2013 im Revier Birnischen wieder mal. Wir sind wieder ausgerückt, um ein neues Projekt vorzubereiten. Hier hinten kommt der Arm ein ganz Stück mehr raus. Ne? Hm. Also. So, und
Ja, andeuten können wir schon. Hirgrind, hier bis hier, aber weiter nicht. Wir sind wieder ein Stück vorangekommen. Von oben runter, der Kopf, die Schulterpartie, wollen wir als fertig bezeichnen. Und man sieht natürlich, dass weiter unten noch Arbeit ist. Ich denke, dass uns nun doch ein Anton Günther einigermaßen gelungen ist. Liebe Zuschauer, er liegt nun jetzt hier sozusagen in den letzten Zügen. Wir haben nur noch wenig Arbeit an unserer Figur. Sie soll ja auch bald aufgestellt werden. Das kann ich gleich mal die Gelegenheit benutzen, um darüber zu informieren. Die Einweihung dieser Figur ist geplant für den 25. Oktober, 14 Uhr. Das ist ein Sonntag. Das ist der Tag, wo die Zeit umgestellt wird. So, wir möchten jetzt schon alle Freunde unseres Bornwaldes recht herzlich einladen, dorthin zu kommen. Es wird wieder ein bisschen Kultur geboten werden. Und natürlich gibt es auch zu essen und zu trinken. Es wird ein bisschen schwierig werden mit der Parksituation dort. Den Reinfahren in den Wald kann man und darf man nicht. Da würde das Chaos zu groß werden. Aber wir bitten auch darum, dass dann eine Rettungsgasse vorne, wo die Straße beginnt, die sogenannte neue Kalkstraße, die in den Bornwald reinführt. Die Aufstellung erfolgt direkt an der neuen Kalkstraße. Das ist die Asphaltstraße, die so etwa 100 Meter hinter der Bornwaldschenke Richtung Börnichen rechts abgeht. Bei uns bekannt als Waldecke. Es muss also eine Rettungsgasse auf alle Fälle freigelassen werden dort an dieser Einmündung. In dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns dann am 25. wieder. Und gestern Abend trafen sich die Künstler des Kunstraumes Erzgebirge Mittelsachsen, um die Ausstellung »Ich bin ein Grenzgänger« unter den Augen der zahlreichen Interessierten zu eröffnen. Nicole Fugmann-Müller und Holly berichten. Ich bin ein Grenzgänger. Der Kulturraum Erzgebirge Mittelsachsen ist nicht nur durch seine Größe territorial recht unterschiedlich geprägt. Auch der künstlerische Raum erstreckt sich doch recht vielfältig. Zum ersten Mal seit der politischen Wende im vergangenen Jahr wurde zumindest die bildende Kunst in der Ausstellung Kunstraum Erzgebirge Mittelsachsen auf der Augustusburg zusammengeführt. Danach wanderte diese Kunstvielfalt über Dresden nach Beeskow und nun nach Marienberg an den Ursprungsort der Idee. Die Baldauf-Villa und deren Förderverein hat zusammen mit der örtlichen Sparkasse und dem Kulturraum Erzgebirge Mittelsachsen eine neue Ausstellung konzipiert. Diese Ausstellung wurde nun am 7. Oktober im Beisein der Künstler und vieler Gäste feierlich eröffnet. Eine Herausforderung, Bankhaus und künstlerischen Anspruch in Einklang zu bringen. Auch deshalb nennt sich die Ausstellung »Ich bin ein Grenzgänger«. Eingebettet in das Rahmenprogramm zum Erzgebirgischen Fernsehpreis stellt sich die Schau der Thematik Grenzgänger. Auch eine Grenzwanderung, denn was hat bildende Kunst mit einem Fernsehpreis zu tun? Jede Menge, denn das eine braucht das andere, auch wenn man das oft nicht so sieht. Der Künstler braucht die Öffentlichkeit, die Medien den Inhalt. Die Leihgeber der Werke, sprich die Künstler, sehen sich recht unterschiedlich in der Beziehung zum Begriff Grenzgänger. Genauso vielfältig, wie dessen Auslegung eben sein kann.
Noch bis zum 20. November kann man seine Grenzen einmal austesten und auch wenn man selbst bisher vermeintlich kein Kunstfreund war, sich die Vielfalt der bildenden Kunst in unserer Region anschauen. Erstmals seit Februar 1999 werden die sächsischen Verbraucherpreise aller Voraussicht nach innerhalb der Jahresfrist unverändert bleiben. Ausschlaggebend dafür ist die seit Monaten rückläufigen Preise für Energie. Spürbar wird es vor allem bei der Füllung des Heizöltankes. 27,9% gibt es das günstiger oder bei der Füllung des Gastankes 26,5%. Ferner kostet Kraftstoff rund 13% weniger. Ohne diese positiven Einflüsse würde sich eine Jahresteuerungsrate von 1,4% ergeben. Im Gegensatz dazu gibt es eine Vielzahl von Bereichen, die diesem Trend nicht folgen. Für die aktuelle Herbstkollektion bei Bekleidung und Schuhen zahlt man 2,5% mehr. Frisches Obst 6,1% und Gemüse 16,7% ist ebenso deutlich teurer als im Vorjahr. Pfaffroda, Ortsteil Halbach, Wildunfall die erste. Am Mittwochabend war gegen 21.10 Uhr der 52-jährige Fahrer eines Pkw Skoda auf der Dresdner Straße B171 aus Richtung Dürntal in Richtung Olbernhau unterwegs. Etwa 300 Meter nach dem Ortsausgang Halbach wechselten zwei Wildschweine über die Straße und der Skoda stieß mit einem der Tiere zusammen. Dabei entstand Sachschaden am Pkw in Höhe von ca. 3.000 Euro. Das Schwein verschwand vom Unfallort. Pockau-Lengefeld, Wildunfall die zweite. Die Annaberger Straße B101 aus Richtung Kalkwerk in Richtung Pockau befuhr am Mittwoch gegen 23.15 Uhr die 18-jährige Fahrerin eines Pkw VW, als ein Wildschwein beim Wechsel über die Straße in den Pkw rannte. Es entstand Sachschaden am VW in Höhe von ca. 4.000 Euro. Auch hier verschwand das Schwein vom Unfallort. Was für eine Sauerei. Tja, liebe Zuschauer, und geblitzt wird auch noch. Morgen am Freitag blitzt die Polizei auf der B101 zwischen Heinzebank und Kalkwerk und auf der B174 am Hohndorfer Berg. Darüber hinaus erwarten Sie die Kontrolleure im Auftrag des Landratsamtes an den üblichen Stellen. Und auch die Videomessfahrzeuge sind auf der B174 und B101 wieder unterwegs. Deshalb Augen auf und Fuß vom Gas. Und damit gehen wir jetzt nahtlos über zum Megionalwetter. Liebe Zuschauer, das Ende des Regens ist in Sicht, wird aber auch Zeit, wenn Sie mich fragen. Heute Abend und in der Nacht regnet es nach wie vor aus einem dicht bewölkten Himmel. Die Temperaturen verlassen den einstelligen Bereich nur knapp. Olbernhau zwischen 9 und 10 Grad, Marienberg zwischen 8 und 9 und Zschopau werden zwischen 9 und 10 Grad erreicht. Der Wind kommt aus nordwestlicher Richtung mit um die 5 Stundenkilometer. Morgen beginnt der Tag und wen wundert's natürlich mit Regen. Dabei ist der Himmel natürlich dicht bewölkt, Sonne Fehlanzeige. Das Quecksilber steigt mit Ach und Krach gerade so in den zweistelligen Bereich. Olbernhau zwischen 8 und 11 Grad, Marienberg zwischen 6 und 10 und in Zschopau werden zwischen 7 und 11 Grad erreicht. Gegen morgen Mittag lässt der Regen dann nach und die Motorsportfans von rund um Zschopau können aufatmen. Der Wind weht bei der Auftaktveranstaltung, dem Prolog, aus Nordosten mit um die 5 Stundenkilometer. Der weitere Ausblick. Am Samstag ist der Himmel zunächst bedeckt, regnen wird es nicht. Im Tagesverlauf zieht es dann weiter auf und die Sonne zeigt sich nach langer Pause wieder einmal. Tja, mit der Erwärmung, ja, da beißen wir wohl dann auf Eis, wenn man so will. Die Temperaturen bleiben zwischen 4 und 9 Grad hängen. Der Wind weht aus Nordosten. Tja, Sonntag erleben wir den besten Tag der Woche. Nicht nur, weil es Sonntag ist, sondern auch wettertechnisch. Mit einem wolkigen Himmel mit längeren sonnigen Abschnitten läuft der Sonntag ab. Das Ganze ohne Niederschlag, aber
Die Temperaturen bleiben im Sparmodus. Zwischen, halten Sie sich fest, 0 und 5 Grad. Mehr ist am Sonntag nicht drin. Der Wind weht aus Nordost. Und da haben wir das erste Mal die 0 Grad schon erwähnt, liebe Zuschauer. Tja, wie es dann weitergeht mit dem Wetter, das verrate ich Ihnen dann morgen. Tja, das war Megional am Donnerstag mit den aktuellen Nachrichten für uns und aus unserer Region. Und diese gibt es natürlich auch morgen wieder hier aus diesem Studio. Ja, einen Tag müssen wir noch ran und dann heißt es Wochenende. Tja, wird auch Zeit. Bis dahin sage ich schon mal Tschüss und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen.